Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Ja, wir sind mal wieder in der Küche und leider hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Mit einem Update. Und ich sehe gerade, das Menü haben wir auch noch gar nicht eingetragen, aber ja, das tun wir doch mal schnell. Heute ist was anderes dran. Macaron-Test. Davor, wo ich mich die ganze Zeit immer gedrückt habe. Ja, mal gucken. Ja, sie hat da so ein bisschen ein Rezept rausgesucht. Ich weiß noch nicht, wie ich das so ganz hinkriege, aber die Eier müssen Zimmertemperatur haben. Und das sind sie nicht, weil ich vergessen habe, sie rauszutun. Und das macht aber nichts. Wir fangen erstmal mit Radau an, wie immer. Nein, also wir werden heute ein paar Fertigsachen hier reinpacken und machen und so. Da brauchen wir den nochmal. Weil die sind schon lange abgelaufen. Mein Backvorhang. Ist aber zu wenig Platz. Guck mal. Ah, die müssen erstmal einfetten. Und zwar haben wir die hier. Die ist schon ein bisschen länger abgelaufen. Aber sie scheint noch zu funktionieren. Da machen wir erstmal einen Kuchen draus. Und den können wir noch mal schon mal zwischendurch machen, weil wir brauchen ja eh einen vorgeheizten Backofen. Ich hoffe, dass ich noch genug Makrene habe, weil irgendwie ist die letzten Tage ein bisschen ausgegangen. Genau. Dazu machen wir noch einen schönen leckeren Radieschensalat. Und wir haben Pinsa. Pinsa. Ich hatte den hier gesehen. Da habe ich gedacht, Bio, müssen wir mal ausprobieren, gell? Ich habe noch nie einen Pinsa-fertigen Teig gekauft. Und Radieschen sind auch ganz gesund. Ich wollte schon immer mal einen Radieschensalat machen, weil, ja, ich habe den noch nie gemacht. Brauchen wir die Schüssel gleich? Weiß ich gar nicht. Ja, mal abwaschen. Man kann sogar rein theoretisch die Blätter auch mit dazu essen. Die machen wir aber nicht. Genau. So, erstmal einfetten. Heute sind wir wieder allein in der Küche, das heißt, wir müssen wieder was tun. So ist es. So ist es. Ja, was zu trinken auch nochmal rausholen, ne? Ich noch gar nicht gemacht. Ach so, und wir werden gleich mal vorbereiten. Puderzucker und wir haben keine Mandeln, die man eigentlich braucht für die Macarons. Ich bin aber eh nicht so ein Mandelfan. Aber ich glaube, das schmeckt man gar nicht so raus. Ich weiß nicht, was für einen Zweck die haben. Wir haben aber noch Haselnusskrokant. Das werden wir anstatt nehmen. Also ihr seht es wieder. Jessie verändert wie immer das Rezept. Und wahrscheinlich kommt dann nur Scheiße bei uns. Aber ich wollte es immer mal ausprobieren. Ich glaube, dass die Eiweißmasse schon alleine eine Herausforderung ist. Daher werden wir das als erstes mal probieren. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal die anderen Sachen machen, weil die Eier noch nicht warm sind. Auf Zimmertemperatur. Da war mal ein kurzes Haar, wo auch immer das herkommt. So, und da ich sonst mit diesen Fertigteigmischungen nichts anfangen kann, mit dieser, werden wir da einen leckeren Kuchen mit Schoki machen. Natürlich der vegan, die wir immer noch da liegen haben. Und ich esse ja sonst nicht. Wieder die Hälfte am Finger, mehr als in der Schale. Aber soweit ich weiß, braucht man dafür keine Butter. In dem Falle Makrine. Ich muss mal, glaube ich, kurz die Hände im Bad abwaschen, weil das jetzt alles in der Spüle liegt. Und ich Makrine an den Fingern habe. Ein bisschen. Aber ihr hört mich ja wenigstens. Nett, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir keine ganz große Schüssel. Deswegen wollte ich die jetzt nicht unbedingt nehmen. Und ich habe mir gedacht, wir machen uns das ein bisschen einfach. Und zwar weiß ich, dass diese Chor. Ja, das können wir auf jeden Fall, glaube ich, wegschmeißen. Das sind Schokoladendinger, die sind nicht mehr gut. Diese Creme, die könnten wir super in die Macarons reinmachen. Da habe ich mir gedacht, 2 in 1 hilft. Allerdings ist das auch nicht mehr so ganz gut. Aber es ist Pulver. Was sollte daran denn
schlecht sein. Wir brauchen nur dazu, ja, Sahne und Eier. Backmischung für den Teig zum Beispiel, wo man Sahne. Dafür braucht man anscheinend. Wofür die Eier? Dafür braucht man die Joghurt rein theoretisch. Benutzen wir nicht, haben wir nicht da. Backmischung für den Teig 100 Gramm Schlagsahne. Ach so, und die Eier. Gut. Eier haben wir ja genug. Weg. Das machen wir gleich hier drin. Wie gesagt, das wird auch nicht mehr so prickelnd sein, aber es wird für unsere Zwecke reichen. Ne? Sagen wir es mal so. Wir mischen das noch. Ist ein bisschen mit Geschmack. Jetzt müssen wir sowieso dann noch mal in den Kühlschrank stellen. Boah, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber gut, das ist eine andere Sache. Wir werden sehen. Da brauchen wir auf jeden Fall nur Schlagsahne drin. Giftig sieht es aus, alle Male. Sollte nach Melone schmecken, ne? Wir werden sehen. Dann nehmen wir eine mittlere Schüssel, würde ich sagen. So ein für die Backmischung. Ja, es ist Pulver. Was soll daran dann auch schlecht werden, ne? Ja. Denke ich mir immer. Dann machen wir als erstes das mit der Sahne. Den Keks haben wir noch gar nicht rausgeholt. Nee. Das mit der Sahne. Und das müssen wir eh kalt stellen, falls das nicht cremig genug wird. Was ich meine, ich denke, dann haben wir immer noch Sahnesteine. Aber ich glaube, die Herausforderung ist eher bei dem Eiweiß heute, auf jeden Fall. Prost. Und das werde ich jetzt erstmal üben, ob ich das hinbekomme mit den Macarons, weil das ist irgendwie die Grundbasis. Und das wird nicht einfach. Hallo? Das sieht nicht so ganz drin aus. Gut. Wir haben hier noch einen Rest. Und was haben wir hier noch? Vanillesoße, nein. Vegan, auch interessant. Und das andere war zum Aufschlagen tatsächlich. Da sind die Hälfte drin, 125. Ich glaube, 300 sollten da rein. Da sind 250. Packen wir die erstmal da rein. Wenn nicht, können wir nur nachkippen. Denke ich, brauchen wir auch. Machen wir erstmal die ganze Masse da rein. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Ich habe die Oatly mal gekauft, weil die waren günstiger. Normalerweise ist Oatly teurer als hier die Alpro Cooking, die ich ja sonst immer benutze. So, Eiergröße M ist auch richtig, aber sie sind halt noch ein bisschen zu kalt. Aber es macht nichts. In der Zwischenzeit machen wir alle anderen Sachen und dann zum Schluss die Herausforderung. Wenn er auch sein wird, wahrscheinlich. Bevor wir das alles machen, wir machen ja erstmal das Aufschlagen da, müssen wir noch Schokolade, müssen nicht, aber ich hätte ganz gerne dann in dem Kuchen, weil sonst wird er ziemlich langweilig. Der ist so muffinmäßig, sag ich mal, diese Backmischung. Werde ich die Schokolade noch klein schneiden. Erstmal das hier. Scheint exzellent zu funktionieren. Das hat eine cremige Konsistenz. Gut.
Ja, war dafür überall hingespritzt, ne? So, dazu müssen wir eh den Kühlschrank packen. Platz ist, weil das wird ja noch härter. Ist ja super nett. Alles überall woanders hinspritzen, nur nicht dahin, wo es soll. Das klingt wieder lustig, aber ich weiß noch im Gesicht. Nein, gut. Dann machen wir die Schokiladi. Ah, die muss ich auch dringend loswerden. Also die werde ich natürlich nie nochmal kaufen. Die Rittersport, weil das ist ja ein Beschiss für die Welt. Und da haben wir auch noch eine Mandelquinoa. Obwohl ich das eher interessant finde, die Mandel und die Sesam mal zu mischen. Machen wir mal zusammen. Dann habe ich auch nur noch 3 Tafeln übrig. Das sollte mehr als genug sein. Glaube, was ganz gut wäre, das in der Verpackung zu lassen. Und dann etwas zu tun, was man sonst im Haushalt nicht so macht. Also bei Jessi Standard. Wir sparen uns das Schneiden. Können ja auch nicht gröbere Stücke sein. Muss nicht alles winzig klein sein. Nee, nicht aufgehen. War klar. Normalerweise nimmt man auch dafür eine Plastiktüte zum Beispiel, wo man drauf rumhämmern kann. Den Rest können wir auch schneiden zur Not. Ich wollte jetzt nicht so viel umständlich hier machen. Kriege ich das jetzt nochmal auf irgendwie? Ja, das ist. Ich weiß gar nicht, ob die nicht auch Nestle sind, ne? Nee. Aber warum ich das für beschissen halte, weil das ist hier, da ist immens viel Zucker drin. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gut, ja. Gut geworden. Ja, aber trotzdem erstmal den Teig natürlich mixen, ne? Wir müssen gucken, was da gleich noch ein bisschen fehlt. Da müssen wir nochmal dran arbeiten. Die ist ein bisschen zu grob. Ja, da muss dann doch mal das Messer her. Ich wollte eigentlich durchschlagen, kann man das ganz gut erreichen, dass man eher so Stücke rausbekommt, wenn die Packung nicht schon offen ist. Stratzek-Tellerkuchen. Das könnte mal eine interessante Mischung werden. Behaupte ich jetzt mal so. Schon mal den Backofen auch mal anmachen, Jessi. Das heben wir gleich unter auf jeden Fall. 180. Also das Eiweiß müssen wir auch ziemlich stark von der Temperatur machen. Ich finde, Gang 1 ist immer ziemlich zu stark, ey. Eier hat man schon drin, ne? Sahne auch, weil der ist ziemlich flüssig, der Teig. Okay. Ist trotzdem in Ordnung. Den Mixer packen wir gar nicht so weit weg. Den brauchen wir gleich nochmal. Die müssen wir aber trotzdem nur nochmal abwaschen. Ja, ist egal. Wir klappen das jetzt so da rein. Das wird schon funktionieren. Behaupte ich jetzt mal so. Wenn die Hälfte nicht daneben geht. Es wird ein einziger Schoki. Sind viel, ne? 2 Tafeln, aber gut. Ist okay. Schoki macht glücklich. Mehr als genug. Ja, wie gesagt, sonst schmeckt das ziemlich noch gar nichts. Ich glaube, wir sollten das mal gleich alles da rausholen. Und den Radieschensalat machen. So, dann nochmal unterrühren natürlich, logischerweise. Überall Schokolade.
Und dann ist ganz gut, dass wir eine kleine Form dafür haben, weil ansonsten wäre da zu viel. Natürlich geht der Teig noch ein bisschen auf, ist ja logisch, ne? Der ist wahrscheinlich jetzt auch nur so pink, weil wir das von der anderen Füllung da haben. Sollte aber eigentlich keinen Einfluss nehmen. Hoffe ich doch. Pinker Kuchen. Ja, passt doch perfekt, siehst du wohl. Aber auf Muffins hatte ich auch keinen Bock. Und eigentlich machen wir auch keine Fertigmischung hier, aber gut, heute ist mal alles anders. Ich glaube, dass die Füllung von den Macarons auch sehr schwierig ist. Aber mir geht es erstmal um die Ober- und Unterschale. Dass ich das erstmal hinbekomme. Das wird eh schon nicht einfach. Gut. Also machen wir zwischenzeitlich noch kurz das Puderzucker angeblich Mandelding. Dafür brauchen wir da den kleinen Mixer. Mein Süßi. Der ist super kleine, weil ansonsten kriegen wir das Haselnusskrokant nicht klein. Und wir sollen den Puderzucker, den wir dann nachher unter die Masse rühren, auch nochmal durchsieben. Also machen wir erstmal das Haselnusskrokant klein. Ja, dann nein, das Ding geht auch erst an, wenn der Deckel drauf ist. Gott sei Dank ist da eine Sicherung drin, ne? Sonst hätten wir uns, glaube ich, schon zehn und wieder mal was gehäckselt, genau. Ich denke, das wird auch viel zu viel sein, aber gut. Wir gucken, was geht. Nur ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich das schnell super klein kriegen sollte. Weil das müssen wir fein mahlen. Denke, im Verhältnis wird das zu viel werden, weil wir sollen 50 Gramm Puderzucker reinmachen. Was wir erstmal durchsieben werden. Man soll das dreimal durchsieben. Also das finde ich schon spektakulär. Dreimal. Wir können es ja mal machen. Wir brauchen natürlich wieder eine zweite Schüssel. So, hier sind 250 Gramm drin, also ein Viertel. Ja, theoretisch. Ja, ein bisschen noch. Okay. Das sollte reichen. Weil, wie gesagt, wenn nicht, haben wir ja genug Nachschub da. Aber das kommt nachher unter die Masse vom Eischnee. Ich habe auch die Lebensmittelfarbe heute mal rausgeholt. Glaube, die haben zu viel Krokant. Eindeutig. Ja, manchmal kann ich das durchsieben verstehen. Bei der groben Masse. Ist das schön warm hier. Das ist aber auch eine ätzende Arbeit. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo meine Mutter damals immer Kekse gemacht hat zu Weihnachten oder Waffeln oder sowas. Da gab es ja auch keinen Puderzucker, was irgendwie fertig war. Das mussten wir immer durchsieben. Immer. So, der ging aber ein bisschen leichter gerade. Machen wir jetzt das dritte Mal. Und schön fein.
Ich denke, das Krokant sollten wir auf jeden Fall auch durchsieben. Wenn das schön fein ist. So soll es sein. Schön fein. So, mehr als fein geht nicht. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so fein ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, da kriegen wir noch nicht mal irgendwas durch. Ah, das ist natürlich doof, aber ich hoffe, das macht nicht so viel aus. Später. Wir beten, dass das irgendwie alles klappt. Ja. Ne, überhaupt nicht. Ja, doch ein bisschen, ne? Aber das ist überhaupt nicht fein. Das ist ja super, ne? Ich überlege, ob ich gerade mal was auf den Kuchen noch streue. Das könnte wesentlich feiner sein, auf jeden Fall. Könnte. Ist aber nicht. Ist zu wenig. Wir haben eh zu viel, denke ich mal. Ja, überall verteilen. Sehr schön. Brauchen den Lappen. Ja, hoffentlich funktioniert das so. Wenn nicht, ist Pech. Gut. Das ist dann auch vorbereitet. Dann fangen wir mal an mit, natürlich ein bisschen vermengen, ist ja klar, mit den Radieschen. Oh. Energy. Ich wollte das hier noch mal ein bisschen. Oh, die sind immer ganz schön sandig. Dann ist vielleicht gut, dass ich die so gut abgewaschen habe. Die sind sehr sandig hier. Warum ist denn der Platz? Das muss ich auf jeden Fall noch. Ja. Kein Platz wie immer. Sauber machen. Schlecht, wenn da das Dings drin ist. Die Lauchzwiebeln. Ja, ein bisschen abwaschen auf jeden Fall noch, ne? Wir wollen ja keinen Lauch mit Spüli, ne? Nee. So. Wie viel Gemüse hier drin. Ich weiß gar nicht, ob wir das Sieb noch brauchen. Aber wenn nicht, haben wir noch andere. Ist ja kein Problem. Nur nicht so groß. So. Jetzt kurz die Rühreisen. Wollte ich schon fast sagen, die Rühreisen, genau. Können wir kurz da drin lassen. Die bauen wir auch gleich nochmal sauber, ne? Ja. Die wasche ich aber jetzt nur so kurz schnell ab. Brauchen wir gleich für das Eiweiß steif schlagen. Beiseite. Ja. Gott. Ich bin gespannt. Ich weiß noch gar nicht. Dann nehmen wir vielleicht die Schale, ne? Je nachdem, wie viel jetzt übrig bleibt. Schneiden wir erstmal. Wir schneiden erstmal. Natürlich ist hier eine Lache vom Wasser jetzt.
Klar. Die Blätter nehmen wir ja eh nicht mit dazu. Ich überlege gerade, wofür ich diese Schüssel haben wollte. Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auch noch null den Pinserteig angeguckt, ne? Was wir da überhaupt reinmachen müssen. Das ist auch super. Für den Teig warmes Wasser und Olivenöl. Okay, das passt dann ja. Zusatz etwas Bio-Reismehl zum Bemehlen haben wir ja da. Oder Dinkel, Vollkorn. Etwas Olivenöl fürs Backblech. Na, ich bin mal gespannt. Was habe ich noch nie als Backmischung gemacht? Nee. Jetzt mal das ganze Grün da wegmachen. Den Rest verarbeiten wir mit. Ich muss aber natürlich auch erst noch mal eine Soße machen. Ne? Da habe ich so ein bisschen an Senf gedacht. Natürlich, ich weiß, dass Radieschen so ein bisschen scharf sind. Ich hoffe, dass ich das trotzdem hinkriege. Weil ich bin ja nicht so der Scharfesser. Geht so zumindest. Aber so krass kann ich Schärfe nun auch nicht ab. Aber Radieschen ist ein wertvolles Gut oder beziehungsweise all diese Sorten. Nicht Kohlrabi, sondern Rettich war das. Nee, nicht Rettich. Irgendwas anderes war das auch. Was unheimlich gut ist für die Gesundheit. Wie heißt das noch? Antibakteriell. Genau. Ich habe die ganzen Funktionen vergessen, aber es gibt auf jeden Fall irrsinnig viele Vitamine, die auch in Radieschen stecken, Entzündungshemmer und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, es isst sie auch keiner. Ne? Also ich kenne keiner, der so gerne Radieschen isst. So übermäßig gerne. Aber vielleicht können wir heute mal was Spannendes draus machen. Da habe ich mir auch kein Rezept rausgesucht. Aber ich werde heute überall ein bisschen den Apfelmus mit einbinden. Insofern auch jetzt für die Soße. Ein bisschen Süße wird wahrscheinlich nicht wehtun. Normalerweise würde ich eigentlich Scheibchen machen, aber da ich so schlecht im Schnibbeln bin, weiß ich noch nicht, ob das Scheibchen wäre. Man könnte natürlich das Reibeding auch nehmen, aber ich glaube, da reibe ich doch mehr meine Finger mit weg als alles andere. Radieschen haben wir hier auch noch nie gemacht. Nee, nicht, dass ich mich entsinnen könnte. Mein Nachbarn ist auch geil. Habe ich noch einen 1x1 Meter Laufstall für meine Hunde braucht? Nee, nicht wirklich. Obwohl, was ich immer eigentlich haben wollte, ist eigentlich eine Ente, ne? Klingt lustig, aber ich liebe Enten. Ich wollte mal immer eine haben. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Wie kommt man da drauf? Naja, klar, also der Sohn wird langsam älter und älter, erwachsener und erwachsener, ne? Da braucht man dann sowas nicht mehr. Also, wir nehmen mittelscharfen Senf haben wir noch. Dann nehmen wir den Apfelmus. Und dann machen wir mal ein bisschen eine Creme hier draus, ne? Ich glaube, es wird trotzdem scharf. Ich habe so das Gefühl. Also entwässernd sind sie ja nicht, die Radieschen. Also ist nicht so wie Gurken oder sowas. Definitiv nein. Eigentlich brauchen wir den ja nicht mehr, ne?
Da bin ich mal gespannt. Man muss halt mal wilde Kombinationen ausprobieren, ne? Gut, ich denke mal, wir brauchen sowieso noch mal eine Sahne. Daher machen wir die mal 11. Soll ein bisschen flüssiger sein auch, ne? Es ist so wie Honig-Senf-Dings, mache ich ja immer ganz gerne, Soße. Aber diesmal mit Apfelmus. Interessant mild. Aber das sollte es auch sein. Also wir nehmen keine Kräuter, sondern direkt gehen wir rein mit den Radieschen. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, Scheiben zu machen. Aber ja. Boah, ich hasse das, ne? So zu schneiden, als wenn da nichts mehr dran ist. Wir probieren es mit Scheibchen. Der müsste jetzt vielleicht noch mal eine interessante Farbe bekommen, dann auch der Radieschensalat. Bin gespannt, wie es schmeckt. Bisschen ziehen lassen muss der wahrscheinlich auch. Und wenn ihr mal eure Radieschen lange im Kühlschrank hattet und die ein bisschen schrumpelig sind, braucht man die auch nur in Wasser nochmal einzulegen. Dann werden sie wieder vollmundig. Knackig. Also da scheint schon ein bisschen Wasser drin zu sein. Ich hasse das zu schneiden, ja. Ja, generell ist Schnibbeln nicht meins. Wisst ihr. Von der Farbe her sieht es immer gut aus, finde ich. Ach, jetzt weiß ich, wofür ich die Schale wollte, weil wir werden ja viele Eigelbe übrig haben. Die werde ich dann mit Nudeln vermischen. So Art Carbonara-mäßig. Gott, ich brauche 3 Jahre, bis ich die fertig geschnippelt habe, ey. Nicht vergessen, wir haben noch einen Kuchen, ja, aber der ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, ich bin die langsamste Schnibblerin, ne? Kann das sein? Man mag annehmen, dass man davon irgendwann mal besser wird, aber nee, ich nicht. Nein. Ich könnte einen Wettbewerb in schlecht schneiden aufstellen. Mal zwischendurch kosten, ne? Auch wenn das noch nicht eingezogen ist. Gerade noch ein bisschen viel Soße ist. Oh ja. Interessant. Das schmeckt gar nicht mehr so extrem nach Radieschen. Durch die Soße. Geht. Im Nachgang hat man so eher so ein bisschen Kohlrabi-Vibes.
vielleicht alles die gleiche Familie. Boah, ich schwitze hier. Die sind sehr groß, ne? Drei Jahre später. Ich will mich heute mal nicht schneiden, auch. Wäre super. Ja, wie willst du die Dinge auch mit so einem Hobel da machen? Geht doch gar nicht, ohne dass du dir die Finger dabei abfleckst. Unmöglich. Sind kleine Schüssel, ne? Oder der Löffel ist zu klein. Aber die Soße wird locker reichen. Sie hätte ein bisschen eiig, komischerweise. Warum auch immer. Null Ei drin. Genau. Irgendwann muss immer mal was auf dem Boden landen. So, gleich haben wir es geschafft, endlich mal. Drei Stück noch. Eieieiei. So. Jetzt das Ding nur noch umrühren und dann lassen wir es stehen. Jetzt reicht's. Müssen wir trotzdem noch gleich die Lauchzwiebel machen. Die würde ich ganz gerne mit auf die Pinsa machen. So ein bisschen gelblich aus. Ja, das ist erstmal was anderes. Ich habe mir noch nie ein Radieschen so lecker vorstellen können. Ehrlich gesagt bin ich sonst kein Fan von Radieschen, überhaupt nicht. Nee. Aber so, es ist echt genüsslich, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben heute auch noch was, was nicht so sehr vegan ist. Und zwar Ziegenkäse wollte ich noch mit reinbringen. In mit Apfelmus überbacken soll das auch ziemlich lecker sein. Das könnte man eventuell auf die Pinsa machen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ne? Natürlich. Überall und in alle Richtungen. So, aber erstmal die. Die brauchen wir sowieso irgendwann. Kurz oder lang, ihr seid dran. Meine lieben Stängelchen.
Wir können die ja je nachdem, wie wir wollen, belegen. Da bin ich mal gespannt, inwiefern ich da Lust habe, die zu belegen. Das werden wir noch sehen. Aber Lauchzwiebeln sind nie verkehrt. Der Backofen ist immer so heiß. Das ist kein Spaß. Na. Das sind sehr viele, ne? Wir brauchen Platz. Platz. Weil die fliegen gerne überall rum. Mag ja mal persönlich gerne das Grüne. Aber auch Geschmackssache. Bei jedem anders. Viele mögen immer eher das Weiße, finde ich. Also ist mir so aufgefallen. Ja, das obere ist wohl nicht mehr ganz so gut. Kann dann mal weg. Sehr schön. Farbe mit ins Spiel bringen, ne? Und natürlich auf dem Boden auch, ist wichtig. Nicht wahr sein, Jessi, ne? Es geht nicht, ohne irgendwas auf dem Boden zu landen zu lassen. Ah, gut, dass wir geputzt haben und dass es gar kein Problem sein sollte, hier irgendwelche 100 Teilen von Lauchzwiebeln aufzuheben. Gut. Dann können wir eigentlich die große Schüssel nehmen für den Pinsateig. Bin mal gespannt, das habe ich noch nicht gelesen, wie viele da rauskommen. Ist das denn die Möglichkeit? Es ist die falsche, ja. Dann kann das auch nicht passen. Aber wo ist denn die richtige? Ich sehe sie schon. Ich bin echt gespannt, wie das gleich mit den Eiern vonstatten geht. Das Ding ist, ich glaube, dass es letztes Mal in die Hose gegangen ist, weil wir da zu viel Zitrone hin drin hatten. Definitiv. Im Normalfall habe ich eigentlich keine Probleme, Eiweiß steif zu schlagen. Nee, eigentlich nicht. Lass uns doch mal die Schüssel nehmen. Für den Pinsateig, genau. Ja, vielleicht schnippel ich gleich noch ein bisschen Knoblauch oder so, ich weiß es nicht. Ein bisschen Zwiebeln vielleicht auch. Wäre eigentlich vom Vorteil, ne? Ist mir warm. Vielleicht müssen die Eier aber auch mal fertig sein, ne? Also nicht mehr so kalt. Man sagt sogar 2, 3 Tage eigentlich eher Zimmertemperatur, die sind immer noch kalt. Sollte ich die vielleicht hier, ne, damit ihr erwärmt werdet oder wie? Das ist ärgerlich. Ich hoffe, das ist kein großes Manko. So, wir brauchen einen Messbecher, ja. Wie immer brauchen wir einen Messbecher. Hier steht Hefe. Das ist ja super. Warten also. Hier steht alles in eine Schüssel packen. Aber es steht immer noch nicht. Ah, doch, okay.
Hefe. Yay. Das ist natürlich richtig kacke, weil ich ja nicht so viel Glück habe mit Trockenhefe. Nicht wirklich. Wir lieben uns nicht gerade. Nee, nee, nee. Wir hassen uns. Also da steht auf jeden Fall gleich mit lauwarmem Wasser und das Öl hinzufügen. Ich weiß natürlich auch noch nicht, was für eine Konsistenz dieser Teig haben wird. Ob das eher wieder so ein Knetding ist oder nicht. Finde es aber auch doof, dass das dann nicht draufsteht, ne? Wie viele das sind. Also Knethaken. Teig abgedeckt im Ofen circa 45 Minuten gehen lassen. Das machen wir nicht. Vor allem nicht nachdem der. Vor allen Dingen steht hier 30 Grad. Also ich weiß nicht, welcher Ofen 30 Grad hat, aber sowas haben wir noch nicht gesehen. Das ist ja unrealistisch. Es steht aber trotzdem immer noch nicht bei dem ganzen Text hier, wie viele dabei sind. Nur, dass du es zweimal gehen lassen sollst. 10 Minuten vorbacken. Klassischerweise werden die vorbereiteten Pinsen mit Olivenöl beträufelt und mit grobem Meersalz bestreut. Anschließend bis zur gewünschten Knusprigkeit ausbacken. Also ich gehe davon aus, dass man so wie hier auf dem Bild da was drauf macht noch, ne, vorher. Alternativ können sie auch wie Pizza belegt werden, nachdem sie belegt wurden mit Grillfunktion des Ofens nochmal bla bla backen. Ja. Steht drauf, vegan, kann Spuren von Eiern, Soja, Milch, Senf, Lupinen, bla bla. Es steht ja immer drauf, ne? Gut, aber steht nicht drauf, wie viele. Das ist super. Gut, dann machen wir mal den Teig. Wir müssen ja eh noch gehen lassen. Wer weiß, was wir zwischenzeitlich machen. Wir kriegen da schon was hin. 300 Milliliter. Und ich denke mal, dass ich dann zwei vielleicht mache, nur weil das zu viel wird. Ist lauwarm. Ja. Und dann ein Esslöffel Olivenöl. Na, da bin ich mal gespannt. Packen wir mal nicht so weit weg. Vielleicht können wir das nochmal benutzen und gebrauchen. Wie sieht es denn hier aus, Madame? Nee, ist noch nicht. Das sehe ich so schon. Ja, wie dem auch sei. Wir werden gucken, was daraus wird. Aus dieser fertig komischen Kacke. Also, okay, wir könnten den Teig in den Ofen packen, aber erst, wenn der Kuchen fertig wäre und dann auch der Ofen nicht mehr so heiß ist. Ansonsten wird das nichts. Nee. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ein ziemlich klebriger Teig. Wenn nicht, kochen wir schon mal die Nudeln zwischenzeitlich. Ist auch kein Problem. Wir finden schon Aufgaben hier für die Jessie. Wichtig ist eigentlich heute das Macaron-Ding, finde ich. Wenn wir es hinkriegen. Natürlich können wir den Teig natürlich auch wieder in den Flur packen, weil da ja schon die Heizungsdinger an sind. Ach ja, ich weiß auch nicht. Beiseite. Ja, wo sind meine ganzen Helferlein? Ich brauche eine. Der ist abgewaschen hier. Da war ja was. Ein Teigschaum. Kneten werde ich den jetzt nicht, dann werde ich später kneten, nachdem wir ihn ein bisschen gehen lassen haben.
Ich traue mich immer noch nicht. Oh, das wird so ein Desaster mit den Macarons. Ich habe übrigens schon extra die Silikonteigunterlage rausgepackt. Die ist dafür dann gedacht. Ich bin gespannt. Wäre ja so schön, wenn es klappt. Ich liebe eigentlich Macarons. Aber zu meiner Schande muss ich ganz ehrlich gestehen, da ich ja meistens in jüngeren Jahren immer in Frankreich war, dass ich, schön ist halt auf jeden Fall der Teig, dass ich immer keine Macarons gegessen habe. Es könnte sein, dass ich, bin mir aber nicht sicher, ob ich mal welche dort gegessen habe. Aber Schande über mein Haupt, weil rein theoretisch hätte ich das als ein Französin doch mal machen können, ne? Ja, definitiv. So, das feuchte Tuch hier mal. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Wir legen dich auf die Heizungsrohre. Ja, die auch nicht an sind, warum auch immer. Normalerweise, wenn man hier im Flur steht, ist das so. Ja, dann braucht man auch nicht weit weggehen mit dem Teig, weil es ist überall genau gleich warm hier. Ja. Ich mache den rein, wenn der Kuchen fertig ist und dann den Backofen kurz auflassen. Wird schon gehen. Weil der ist jetzt dann natürlich zu heiß. Und der Kuchen fertig. Gut. Weil die Eier sind ja auch noch nicht fertig. Daher machen wir das so, lassen ihn raus, kurz abkühlen den Ofen und dann können wir das da reinmachen. Jo, ich würde mal sagen, das ist okay, ne? Den müssen wir aber auch erstmal abkühlen lassen. Dann bin ich mal gespannt, wie er schmeckt. Man darf das nicht verkennen, dass die Schokolade da drin, wenn sie in Stücken ist, ultra heiß ist. So, mein lieber Teig. Ich habe jetzt übrigens keine Uhr mehr da stehen, weil meine im Bad kaputt ist und ich die deswegen austauschen muss. Deswegen steht jetzt genau das Olivenöl da. So, also mindestens halbe Stunde sollten wir das bis um 2 einmal gehen lassen. What's plan next? Wir werden uns einen machen. Macarons, ey. Haben alles vorbereitet, ja. Dann die Lebensmittelfrage ist auch noch mal das nächste Problem. Ja, ich glaube, ich werde. Ich habe aber keine Tomaten mehr da. Eigentlich hatte ich welche, aber ich habe die dann doch verbraten, weil sie dann fast nicht mehr gut waren. Eigentlich würde ich noch mal Nudeln machen, also Aioli, aber wir können ja trotzdem eine machen ohne Tomaten, was eigentlich doof ist, weil die Tomaten gehören damit rein. Aber ich glaube, wir werden das machen, weil wir sowieso dann die Eier haben. Wir werden das einfach zu einer Carbonara Aioli machen. Gemischt. Weil das Eigelb soll ja auch, ne? Ja, so machen wir das. Also habe ich mir natürlich in die Fingernägel geschnitten, wie immer. War nicht anders zu erwarten. Werden wir schnell noch mal die Nudeln kochen. Und ich glaube, ich hatte leckere da noch im Schrank. Fusli oder die Bandnudeln? Nee, natürlich die Bandnudeln, ne? Die passen besser. Ja. Ja. Ich bin immer zu klein. Passt doch von der Menge. Sehr schön. Wir müssen aber erst dann nochmal den Knoblauch machen. Die Zwiebeln, ich glaube, ich werde trotzdem mal ein, zwei Zwiebeln für die Pinsa dann nochmal schneiden. Ich meine, uns ist dann ja natürlich überlassen, ob wir die Pinsa machen mit. Wir haben sogar veganen Parmesan. Genau, passt zu den Eiern, Freunde. Und wir haben auch noch veganen Feta-Käse, den ich noch nicht ausprobiert habe, weil ich in einem Supermarkt war, der sehr gute Auswahl hat im Gegensatz zu hier. So, machen wir mal noch zwei Zwiebeln, genau. Knoblauch, genau.
Schade, dass ich, wie gesagt, keine Tomaten habe. Aber ja, es nützt. So, zu heiß darf es ja auch nicht sein, ne? Ich lasse sie mal bisschen noch offen. Das Problem ist, es backt ja dann immer so ein bisschen nach. Also wenn man das zu heiß macht, dann ist Kacke. Ich könnte ja eigentlich rein tue schon mal die Eier aufschlagen, ne? Das macht ja Sinn eigentlich sogar. Dann können die noch ein bisschen im Glas. Das ist ein Zufall, wir haben gleich auch einen Topf hier unten. Nein, den hatte ich ja in der Geschirrspülmaschine. Ja, lass uns das mal machen. Ich weiß nicht, wie viele Eier ich nehmen werde, aber ich nehme einige. Ich würde sagen 4 Stück hier, und dann habe ich noch welche übrig. Ich bin auch eine Hoshi, ne? Weil, oh, da ist ein bisschen was drin gelandet. Da die Schale ist für das Eigelb. Ich weiß nämlich nicht, ob das auch was ausmacht, wenn man da zum Beispiel versehentlich ein bisschen Eigelb mit drin hat. Ob das dann die Konsistenz gleich kaputt macht, aber egal, wir werden es sehen. Es ist ja auch nur ein bisschen, bisschen, bisschen. Komischerweise, das kann ich. Haben wir auch gelernt beim Modern. Das Ei trennen. Sorry, ich drehe mich gerade zu euch, aber ja, nützt ja nichts. Wir hätten dann sogar ja nochmal versuchen, ne? Aber ich will es erstmal so versuchen. Und dann auch ohne Schale, ne? Das kriege ich komischerweise immer ohne Schale hin. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Eiweiß im Rezept drin stand, aber ich glaube, es war gar nicht so viel. Zwei Eier oder sowas. Aber ein bisschen mehr machen schadet ja nicht. Ich weiß auch nicht nachher, was da so, sag ich mal, an Masse rauskommt, ne? So sieht's aus. Also da ist, wie gesagt, minimal ein bisschen Eigelb drin. Wirklich minimal. Sollte, glaube ich, nicht stören. Ich hoffe doch. So, dann können wir auch noch mal gleich die Lebensmittelfarbe. Davon soll man auch nicht so viel. Ja, machen wir mal irgendeine. Blau. Ich glaube, bei Eiweiß ist das so, sobald irgendwas bricht, das ist wie bei Farbe, dann ist vorbei, dann kippt es. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders erklären soll. Es gibt bei Farbe auch immer einen Punkt, dass wenn man. Ja, dann kippt die Farbe halt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So viel brauchen wir gar nicht. Sieb haben wir draußen, sehr schön. Überall Schokolade jetzt hier. Eieiei. Na, oh, ich bin so gespannt, ob das was wird. Ich gucke nur auf die Zeit. So. Water cooking. So, und ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war, aber ich glaube, ich mich daran zu erinnern, dass wir erstmal, wir brauchen dafür eine Tupperware am besten. Die Knoblauchzehen machen, die mit Salz versetzen, einziehen lassen. Und wir brauchen unbedingt das Nudelwasser. Das darf ich diesmal nicht vergessen, weil jedes Mal vergesse ich das Nudelwasser. Richtig dämlich. Ja. Auch immer. Das ist wirklich dämlich, jedes Mal das Gleiche. Ich nehme natürlich faul, wie immer, die Knoblauchpresse. Genau, was man nicht tun soll. Genau, ich weiß. Wen juckt's? Ja, doch.
Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Nehmen wir auch das. Penetrant scheiße sein zu Knoblauch, habe ich gemerkt, ist immer gut. Festgestellt, immer wenn ich frischen Knoblauch kaufe, dann ist der extremst schnell gammelig. Was natürlich dafür dazu, ja, gut ist, ne? Aber da ich nicht ganz so viel mit Knoblauch immer mache, ist das natürlich scheiße. Wenn er so schnell weggammelt. Wie immer auch. Nichts Neues. Okay, erstmal da rein. Das Schlagen ist echt immer eine gute Sache mit dem Knoblauch. Finde ich. Funktioniert echt gut. Habe ich für mich so entdeckt. Die Nudeln werden aggressiv. Nee, das Wasser. Meine Hände. Es wird so schön nach Knoblauch riechen. Guck mal, wie gepellt und direkt raus. Geil. Oh, Ministück da, ne? Ich glaube, man sollte nur erstmal den alles unten abschneiden, dann hat man weniger das Problem nachher beim Pellen. Egal, wir schmeißen alles rein. Es wird eh klein gemacht. Ich kriege aber auch keinen Unterschied zwischen dem mega frischen Knoblauch und dem, den ich jetzt dazu gekauft habe, der angeblich kein frischer ist. Ich merke da keinen Unterschied. Also das Einzige, wo ich mal den Unterschied gemerkt habe, war, als mir mein Geselle damals mal türkischen Knoblauch gegeben hat. Oha, der war krass. Also der war nicht von dieser Welt. Der war komplett anders als der deutsche. Richtig anders. So. Erstmal pürieren. Knoblauch hier reinpressen, bevor wir die Zwiebeln, die unwichtig sind, erstmal schneiden. Und dann glaube ich Olivenöl. Ich muss nochmal ins Rezept reingucken, obwohl das ist eigentlich kein schweres Rezept zumindest. Kraft mehr heute hier, oder was? Oder brennt gut. Es wird mal wieder durchs Ganze ausriechen. Ich sehe schon kommen. Scheiß drauf. So oft machen wir es ja nun auch nicht. Aber ja, es wird gut stinken nachher. Das weiß ich jetzt schon.
So, und mit gut Salz auf jeden Fall verrühren. Das nicht so schlau ist, vielleicht den Knoblauch mit den Rührbesen reinzupacken. Ich wasche nochmal ab, natürlich, ist ja klar. Wir wollen ja keinen Eiweißschnee haben mit Knoblauchgeschmack, ne? Das wär's. Die neue Sorte. Macarons mit Knoblauch. Bah, das klingt schon ekelhaft, aber ich kann mir alles vorstellen, dass es schon alles gegeben hat. In der Tat. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Na. Na, vielleicht auch ein bisschen wenig Wasser. Dem können wir abhelfen. Volle Pulle lassen. Hier, Salz, Salz. Gut, ordentlich Salz auf jeden Fall. So richtig, richtig ordentlich Salz und das muss ich auch nachfüllen. Ich weiß nicht, warum Edelstahl manchmal so ranzig sein kann. Ne? Das ist genauso wie diese Seifenspender, der immer anfängt. Ja, ich weiß nicht, rosten. Ja, rosten, ja. Obwohl es Edelstahl ist. Das kann eigentlich nicht möglich sein. Aber gut. So, das lassen wir einwirken. Super Knoblauchgemisch. In der Zwischenzeit. Das riecht heftig. Ich weiß noch nicht, ob wir da jetzt direkt Olivenöl mit reinmachen oder nicht. Ich gucke nochmal nach. Also das Rezept war auf jeden Fall Bombe. Aber ich habe schon gesehen, dass es auf jeden Fall Leute gibt, was irgendein berühmter Koch war das, glaube ich. Der hat das definitiv anders gemacht, das Aioli-Dingsen. Ich glaube, dass es da auch verschiedene Arten von Rezepten gibt. Ich hatte es mir doch gespeichert, oder nicht? Nein. Aglio Olio. Ja, leider ohne Tomaten. Zwei Kellen vom Nudelwasser. Knoblauch klein schneiden, leicht Salz, kurz warten und zerdrücken. Der wird dann zu einer Paste. Ja. Ebenfalls in die Schüssel geben Basilikum, Oregano, Petersilie und Peperoni. Ja gut, Peperoni ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich mach's nicht mit rein. So. Man soll auch ganz, also 2 Kellen von dem Wasser mit hinzufügen. Ich finde das ganz schön viel. Wir machen auf jeden Fall schon mal die Kräuter rein. Tiefkühlkräuter. Und dann das wird schon wieder nichts. Oder? Basilikum. Ich wollte mal tiefgekühltes kaufen, um mal zu gucken, ob das irgendwie anders schmeckt oder so. Aber schmeckt eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Petersilie. Auf dem Boden, genau. Heute landet mehr auf dem Boden als auf jeden Fall da, wo es sein soll. Super. Ja. Aber es verteilt sich auch immer ganz gerne von diesen Verpackungen alles in der Tiefkühlung. Das ist auch egal, ob du sie zu hast oder nicht. Ich weiß auch nicht, woher das immer kommt, aber ja, passiert mehr als genug auf jeden Fall. Kann ich ein Lied von singen. Also jedes Gewürz, was ich da drin hatte, hat sich immer gerne in der Tiefkühle verteilt, warum auch immer. Obwohl die Verpackung zu ist, ne? Ist ja nicht so.
Oregano. Die Nudeln brauchen übrigens nicht ganz so lange, im Gegensatz zu Penne oder Fusli oder keine Ahnung. Diese Bandnudeln brauchen immer ein bisschen kürzer. Ich kann die auch nicht ganz so durchmachen, daher muss ich darauf achten, weil wir jetzt hier nochmal in der Pfanne schwenken werden gleich. So, Oregano. Dann der Parmesan. Ich liebe Oregano, ne? Also da bin ich Fan von. Oregano ist meins heute. Auch eine Pinsa natürlich, eine Pinsa Minsa. Achso, wir hatten ja schon rausgepackt. Der pflanzliche Parmesanersatz. Ich finde, das schmeckt ganz gut. Allerdings für so eine kleine Menge auch wieder. Naja, man wird abgezogen, wie immer. Kennen wir, ne? Das ist wie immer nicht billig. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ah, warte mal, für 100 Gramm habe ich tatsächlich, ich glaube 2,99 Euro oder 2,49 Euro bezahlt. Jo, sehr günstig, ne? Reden wir nicht drüber. Sonst wird mir schlecht bei den Preisen. Ich habe tatsächlich am Dienstag war ich ja einkaufen in diesem Edeka des Vertrauens in Hamburg, wo es wirklich echt, hier, da gibt es wirklich alles. Also der ist wirklich top, dieser Edeka. Habe ich 37 Euro für ein paar vegane Sachen ausgegeben. 37 Euro. Und das waren wirklich nur 8 Artikel oder so. Genau, Gemüsebrühpulver fehlt noch und Olivenöl. Aber das Olivenöl kommt da, glaube ich, nicht mit rein. Die ist ebenfalls in Schüssel, Basilikum, Peroni, ebenfalls kleinschneidende Schüssel geben, Delikatesse und bla bla bla. So, und dann das Kochwasser. Dann kommt das alles in die Pfanne und dann schwenken. So viel wissen wir noch, ne? So. Ich überlege gerade, welche ich benutze. Ich habe ja noch die von Siegfriede, aber die ist immer sehr, davon können wir nicht viel reinmachen. Die ist ultra intensiv, diese Gemüsebrühe. Und sehr salzig. Also machen wir davon, ja, wirklich nur ein bisschen rein. Also wirklich nur ein bisschen. Die ist zu intens. Dann kommt da gleich das Nudelwasser rein, was wir nicht vergessen dürfen. Und dann kann die Masse erstmal ein bisschen ziehen. So ist es gewollt und gedacht. Was macht mein Radicchio? Salat. Na, gleich. Da sind die schon fertig. Machen wir mal die Zwiebeln. Und ich glaube, dann können wir gleich noch mal nach unserem Teig gucken, ne? Ja, der ist schon gleich durch. Zumachen. Ein bisschen Resthitze noch. Ich glaube, der wird sowieso nicht aufgeben. Also ich habe wirklich echt Pech mit Fertighefe, ne? Ich weiß nicht, wo da jetzt der Riesenunterschied ist, aber Fertighefe hasst mich. Wenn ich bedenke, wie wir die Brötchen hier gebacken haben und das war ja frische Hefe, hat das super wunderbar funktioniert mit Teig aufgehen und keine Ahnung was. Benutze ich Fertighefe? Die sagt hier. Die sagt, leck mich am Arsch, ich will nicht. Daher gehe ich schon mal davon aus, dass der Teig heute nicht so krass aufgehen wird. Kennst ja schon nicht anders, ne? Von dieser blöden Trockenhefe. Dabei ist das eigentlich immer praktisch, sowas im Haushalt zu haben, weil Trockenhefe musst du nicht ja, im Kühlschrank lagern, ne? Das ist das. Weil frische Hefe wird ja immer schlecht. Keine Ahnung. Die will besonders behandelt werden, warum auch immer. Ich hasse sie. Die blöde Kuh, Trockenhefe.
Ja, wie würdet ihr eure Pinsa sonst belegen? Also Käse, Zwiebeln, Lauchzwiebeln machen wir drauf. Deswegen reichen auch zwei Zwiebeln, wenn das nicht schon eh ein bisschen sogar zu viel ist. Ich weiß auch nicht, ob das okay ist, wenn man zum Beispiel keine Tomatensoße drauf macht, sondern einfach das mit Öl bestreicht, so wie es da stand auf der Verpackung. Und dann mit Käse, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, vielleicht wird das auch sowas, ne? Das weiß ich nicht. Das würde ich mal ausprobieren, wie immer. So. Ja, ich würde sagen, das kriegt ein Go. Und nicht vergessen, die Eier kommen auch noch mit dazu, ne? Oder nee, damit würden wir das Rezept vermiesen. Die packen wir beiseite, das mache ich morgen oder übermorgen. So, Nudelwasser. Bevor wir es vergessen. Stand drauf zwei Kellen. Das passt ja eigentlich sowieso ganz gut. Es geht ohne Nudeln eigentlich. Egal. Ich mache ein bisschen mehr. Dann gut schütteln. Dann können wir das ein bisschen einwirken lassen. Dann gibt es gleich Pfanne. Das ist auch eine meiner Lieblingsgerichte geworden, obwohl ich sollte eigentlich mehr Gemüse essen. Oh, du bist ja noch an. Wäre für meine Verdauung mal besser. Aber gut. Ich will Nudeln. Ich liebe Nudeln. Und das lasse ich noch mal ein bisschen einwirken. Und dann müssen wir es dort nur noch mit Olivenöl schmenken. Gucken wir mal kurz. Er sollte nicht da anfassen, wo es heiß ist. Ja, war klar. War klar. Bisschen umrühren. Teig ist eigentlich gut, aber. Er sollte eigentlich trotzdem ein bisschen mehr gehen. Ich lasse ihn dann weiterhin im Ofen, ne? Da ist es schön muggelig warm. Das Tuch machen wir noch mal einmal feucht, weil das ist natürlich trocken geworden. Mit Hefe dran jetzt. Weil nicht, dass er kurz trocken wird, ne? Ich sag's euch. Ein Elend. Ich sag's euch. Würde sagen, wenn wir warten müssen, dass die Nudeln gleich fertig sind, also die Mischung, man soll es ja ein bisschen ziehen lassen. Wollen wir uns mal dran wagen, das zu schaffen? Was schwierig ist? Ja, oder? Das da. Mal grün. Man soll ein bisschen Zucker reinmachen. Und dann der Rest kommt ja, der Puderzucker und so. Der kommt dann ja anschließend rein. Ich traue mich nicht. Der wird dann untergerührt. Und dann erleben wir ein böses Wunder. Ich glaube, die Sahne kann ich auch mal wegpacken, ja. Boah, ich hoffe, dass das klappt. Ich bin auch Dödel, ne? Warum habe ich nicht die Zwiebel noch geschnitten? Aber gut. Alter nicht, ne? Bisschen Dödel, ja. So, ich bin gespannt. Bin gespannt, ob es klappt. Das brauchen wir, glaube ich, doch irgendwie nicht. Ne? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. So, das müssen wir unterrühren. Panik macht sich breit. Ich sollte natürlich aber auch die Knethaken vorher nochmal
Rührbesen oder wie auch immer man es nennt, vorher aus dem Wasser holen und vielleicht nochmal abwaschen, ne? Den Spüli ist ja dran. Dreck muss weg. Auhaua. Ich glaube irgendwie nicht, dass es funktioniert. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also die Creme sollte gut sein. Wenn nicht, kann man die Creme auch zum Kuchen essen. So ist es nicht. Wir müssen danach dann natürlich auch gleich den Backofen anmachen, ne? Ohne dass der Pinsateig da drin bleibt. Maximale Stufe. Ja, können erstmal aufschlagen, dann machen wir den raus. So heiß ist der Ofen jetzt hier gerade noch nicht. Na, ich bin gespannt, ey. Puh. Da ist die Dings. Dann schon. Ja. Ja, Manu. Weiß nicht, ich erwarte vielleicht, dass es zu schnell geht, aber ich glaube schon wieder, dass es nichts wird. Ich weiß nicht warum. Es ist vielleicht doch der Zucker, es ist vielleicht doch das Farbmittel, obwohl da stand sogar 4 bis 5 Tropfen. Komm noch. Manu. Ja, es ist mehr Wasser als alles andere, ne? Das wird kein Eiweiß. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht, ob wir da schummeln können mit Sahne steif, ne? Aber bevor ich es jetzt wegschmeiße oder irgendwas da in Erwägung ziehe, probiere ich jetzt das. Sahnefest. Es ist zwar keine Sahne, aber gut. Versuchen es. Scheiße. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal so machen, dass ich einfach mal komplett nichts da rein mache und nur das Eiweiß steif schlage. Ich weiß nicht, was da das Problem ist, warum es nicht geht. Keine Ahnung. Das ist ja ultra nervig. Ich meine, das kann doch nicht die Herausforderung sein, oder was? Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was da ja. Ich glaube, dass es das jedes Mal flüssig macht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, das ist doch zum Kotzen ist das. Ehrlich. Ich weiß nicht, was ich jedes Mal falsch mache, aber so wird das gar nichts. Das ist zum Kotzen, ey. Ich weiß, warum ich sowas nicht machen will. Weil ich es einfach nicht hinkriege.
Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, da das ja hier zum Versagen verurteilt ist und ich jetzt nicht noch meine letzten Eier dafür geben werde, ich werde das jetzt unterrühren. Und wenn wir das gleich aufs Blech machen, ja, dann ist es eben so. Ich glaube nicht, dass es Macarons werden, davon mal abgesehen. Wir werden dann, wenn das zerläuft, was es ja tun wird, nehme ich mal an, wir haben ja hunderte von Ausstechfiguren, das heißt, die werde ich als Rand nehmen quasi und dann eben halt so, ja, nützt ja nichts, was soll ich machen? Geht halt nicht anders. Es ist halt so, wie es ist. Es ist Versagen. Pures Versagen. So, ich brauche noch mal ein Farbe. Das dauert noch ein bisschen. Nervig da. Ich könnte auch mal das Blech da rausholen. Wäre vielleicht mal super. Ach Mann, das ärgert mich richtig. Ich meine, geschmacklich, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier zum Scheitern verurteilt ist. Keine Ahnung. Ob dann überhaupt was wird. Das habe ich doch gewaschen, ne? Ja. Hatte ich. Das wollte ich aber nicht benutzen. Sondern das hier. Obwohl das auch viel zu groß ist. Nee, ich glaube, ich nehme mal das andere Silikon-Ding. Was hier wieder irgendwo runterliegt. Wir haben ja nur 10.000 Ausstechfiguren. Wir könnten die ja dann als Basis nehmen. Ich glaube schon wieder irgendein Müll, ja. Ach Mann, es ärgert mich so. Es wird jetzt null bringen, was das so da runterheben. Mit Sicherheit. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, wie ich das jetzt machen soll. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir mal auf YouTube Videos angucken, wie man... Es ist zwar ein bisschen feste Masse, aber nicht so, wie sie sein sollte halt, ne? Vielleicht sollte ich mir auf YouTube mal Eiweiß schlagen angucken, ich weiß es nicht. So, gleich müssen wir die Nudeln da noch reinpacken. Das wird wenigstens was, das weiß ich jetzt schon. Ja, das ist nervig. Ein Elend. Ja, genau. Dann unsere Masse da reinmachen. Und schön durchschwenken. Oh, es riecht aber auch intens, ey. Ich sag's euch so, wie es ist. Schade, dass, wie gesagt, die Tomaten fehlen. Aber ja, es ist, wie es ist. Bisschen mehr Hitze, ne? Ja, ist immer blöd, wenn man die im Sieb liegen lässt, dass sie dann so zusammenkleben, die Nudeln. Ich glaube, das mit dem Ziegenkäse machen wir heute nicht mehr. Ey, das ist, reicht schon wieder mehr als genug hier. Werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Bisschen anbraten. Ja, und das Desaster hier fortführen, ne? Wir heben das dann mal unter. Vorsichtig bringt, glaube ich, auch nichts mehr. Jetzt will ich mit dem auch überhaupt nicht vermischen.
Bin mal gespannt, ob die überhaupt ansatzweise wie Macarons dann schmecken. Ja, wir werden es sehen, ne? Wir lassen uns überraschen. Alles hier voller Überraschungen. Nein, erstmal die Nudeln fertig. Oh, dann dieser wunderschöne Hefeteig, der nichts wird. Ach ja. Kann ja nicht immer alles klappen, ne? Manchmal nur. Hatte schon mal die Tupperware dafür vorbereiten. Ja, nicht alles auf einmal essen, ne? Das reicht schon. Hauptsache, es ist gut vermengt. Ja, das reicht. Dann machen wir das mit der Resthitze. Darauf muss ich jetzt mal eintrinken, ich sag's euch. Küche heute fehl am Platz. Aber gut. Ja. Das Ding ist, rein theoretisch, müssen wir alles auskippen. Scheiße. Das wird ja. Ganz gerne irgendwie gleiche Form nehmen, weil wir machen ja oben, unten. Das Problem ist, die werden wir nicht haben, weil das alles unterschiedliche Formen sind. Also muss man irgendwie was so in der gleichen Größe finden. Ich dachte, ich hätte auch wesentlich mehr Kreise. Ich weiß nicht, wo die gelandet sind, aber gut. Wird weihnachtlich. Ich sag's euch. Ich hoffe, das läuft auch nicht zu extrem aus. Wahrscheinlich. Boah. Albtraum. Albtraum der Küche. Ich hatte doch mal irgendwo Kreise. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich will auch nicht so viele kleine Formen nehmen, wo so viele Ecken und Kanten drin sind. Es geht ja nur darum, dass es nicht ganz so extrem ausläuft. Verstehe es nicht so ganz. Ich bin der Meinung, ich hatte noch Kreise. Aber ich habe eigentlich alles da reingepackt. Eigentlich. Aber uneigentlich vielleicht auch nicht. Wir werden es finden. Bin so hart hier am Öl, ey. Dosen öffnen. Das Vertrauen. Ah, nee, ich weiß es wirklich nicht. Komisch. Dann nicht. Hat mal so viel Platz, ne? Das Problem ist, keiner. Albtraum, Albtraum, Albtraum. Wenigstens kann man sich darauf verlassen. Das schmeckt wenigstens. Oh, kein Platz mehr hier. Abkühlen lassen. So, Formen. Ente, ja, nehmen wir. Blume, nehmen wir. Aber ich dachte wirklich, dass ich Kreise hätte. Gut, oder auch nicht. Viel zu viel. Vielleicht kann ich die aber auch, wenn die ein bisschen dicker werden, einfach durch zwei teilen. Das müssen wir dann ganz, ganz vorsichtig machen. Echt schwierig. Das hat auch keiner gesehen. Weil es ist ja schon ziemlich viel Masse. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir die durch zwei teilen können, dann wäre es super.
Vorweihnachtliche Stimmung mit scheiß nichts werdenden Macarons. Mach ich hier noch ein bisschen mehr rein. Kann ja nur ein Drama werden. Ja, ich glaube, aber ich kann die teilen nachher. Das ist doch wunderbar. Wenn es dann auch schmeckt. Irgendwie stockt es auch ein bisschen. Also es läuft nicht ganz, nur so ein bisschen. Ja, Desaster, gucken wir. Wir gehen in die zweite Runde. Wir gucken, was draus wird. Gut, dass das Blech nicht mehr heiß ist. Ansonsten hätten wir uns sowas von die Griffel verbrannt. Aber ja, wie alles nicht lustig ist. Also auf jeden Fall sind wir für Weihnachten gerüstet, was die Ausstechform betrifft. Ich hatte ja letztes Jahr noch ein paar dazu gekauft. Ein paar ist gut. Also wir haben einen richtigen vollen Sack, ich glaube mit 100 Stück oder so. Bin aber der Meinung, ich hatte noch mehr. Wo auch immer die sind. Alles nur vor. Jetzt ist schon wieder kein Platz mehr, ne? Wie geht das immer nur? Wie geht das immer nur? So, und dann können wir auch noch mal den Teig reinmachen, wenn die fertig sind. Was auch immer da rauskommt, wir lassen uns überraschen. Ach. Und wenn das dann klappt, die Creme sollte ja auf jeden Fall fertig sein. Dann können wir die da zwischenstreichen. Ist alles wenigstens schön bunt. Wenigstens etwas. Ich glaube, jeder Konditor schlägt sich die Hände über den Kopf. Aber wirklich. Bestimmt. Mit ziemlicher Sicherheit. Mein Cousin ist Konditor geworden. Der wollte immer Schokoladenkekse machen. Ja. Und dann ist es irgendwie dabei nicht geblieben. Warum auch immer. Abwäschen. Ja, die Zwiebeln nochmal schnell klein schneiden. Für die vielleicht werdende Pinsa, man weiß es nicht. Schon, da waren ja nur Nudeln drin. Nur in Anführungsstrichen, aber nicht da, wo die Platte heiß ist. So hart am Ölen hier. Ja, für Essen ist heute auf jeden Fall gesorgt. Das kann man nicht sagen. Da wir eh schon mehr als genug haben, würde ich den Pinserteig auf jeden Fall durch zwei teilen und vielleicht so kleinere Stücke draus machen. Why not? Wenn wir das eh so wie Pizza belegen. Ich denke da so an Piccolinos. Mundgerechte Stücke. Wenn wir schon beim Abwasch sind, ne? Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich will auch eigentlich Spaß, aber ja. Könnte auch eventuell sein, dass wir noch mal Montag was machen. Aber ich würde ganz gerne eigentlich Dennis noch mal wieder die Haare färben, weil ich erst war zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich eigentlich irgendwie nicht so. Er sieht aus wie der grüne Hulk, der arme Junge. Das war nicht so gewollt von mir. Manche mögen es. Aber sein Freund war auch nur semi-begeistert davon.
Der arme Junge. Der mit ihm so rumlaufen muss. Mal wieder meine Messer schleifen. Ich bin immer zu faul dafür, ne? Gib's doch nicht. So, wundervoll. Wenigstens kann ich das. Nur mal etwas, ne? Abwaschen kann ja auch nicht jeder. Kappen. Ja. War ja nur Nudelwasser drin, ne? Weiß immer nicht, wie man das schafft eigentlich, mehr Wasser zu verbrauchen als in der Geschirrspülmaschine, weil Geschirrspülmaschine soll ja deutlich sparender sein. Ich kann es mir irgendwie immer nicht vorstellen. Aber gut. Ach ja, was für eine Katastrophe hier. Wann ist es mal nicht so? Wenn ist es sauber? So, den Kuchen haben wir auch noch, ne? Den müssen wir auch noch mal Taste-Tasting machen hier. Wie der geworden ist. Ich meine, das war ja nicht so eine große Kunst, aber gut. Okay. Das sieht ja mal sehr interessant aus. Oh, wenn es nicht so brennen würde, wahrscheinlich immer noch von... Ich weiß nicht warum, aber es brennt jedes Mal von Zwiebeln, die nicht drin sind. So. Handschuh, eine rauchen. Boah. Aber die Frage, ob der Kuchen jetzt so einfach rauskommt, ne? Wenn er nett ist. Auf jeden Fall das Krokant. War wohl doch noch zu lose auf dem Teig. Weil die Form ist immer nicht ganz so toll zum Rausholen. Okay, der Kuchen ist auch noch warm, aber ich lasse ihn mal so umgedreht liegen. Alter. Das Ganze krokant. Ich dachte, dadurch, dass der Teig noch nicht ganz so fest war, dass sich der Krokant da ein bisschen mehr einbrennt. Aber gut, falsch gedacht, Jessi. Danke dafür, überall krokant. Ja. Ich habe, glaube ich, heute irgendwie zwei linke Hände. Kann das sein? Eigentlich würde ich dann ganz gerne dann auch gleich als nächstes die Pinsa reinmachen. Weil die Dinger sind, sehen schon echt ganz gut fertig aus. Die müssen sowieso danach nochmal abkühlen. Aber ich bin jetzt mal dafür, dass wir werden den ja nicht ewig gehen lassen. Und da der sowieso nicht aufgeht, weil mich so ein Teig ja nicht mag, packen wir den mal in Folie ein. Die Hälfte. Weil wir wollen ja nur die Hälfte benutzen. Und wir sollen... Das wäre dann auch ganz gut, die dann doch nochmal zu benutzen. Genau. Das ja nochmal ein bisschen ausrollen und kneten, ne? Ich wollte es noch nicht auf der noch heißen Herdplatte machen. Wäre nicht so schlau, glaube ich. Das kann auf jeden Fall die Waschmaschine auf. Was für ein Desaster heute. Ja. Passe ich den jetzt so an? Ja, ne? Da stand ja Reismehl, ne? Ich muss sie rausholen. Schon zu fertig. Sind schon zu dunkel. Boah, ich hoffe nicht, dass die eingehen. Ne? Könnte natürlich passieren. Müssen die ja eh noch abkühlen lassen. Fraglich, ob das überhaupt noch was wird. Ah, Reismehl.
Haben wir doch schon. Aber warum eigentlich Reismehl? Das wundert mich ein bisschen, weil Reismehl ja eher süßlich ist. Ja, Reismehl. Nee, geht gar nicht. Okay. Wie fange ich jetzt an? Vielleicht erst die Folie, dann das Vergnügen. Sonst alles von jetzt schon in den Händen. Ich bin so dödel. Also heute ist echt... ja, ich wusste es, die Dinger fallen wieder zusammen. Und zwar arg. Ich wusste, dass es nicht klappen wird. Ich habe dafür kein Talent, kein Konditor auf jeden Fall. Nee. Ja, mal gucken, wie wir die dann noch retten können, ne? Eigentlich bräuchte ich das Blech. Weil wir müssen jetzt ja die Pinsel in den Ofen machen. Aber wir haben ja noch ein anderes Blech, ne? Dass ich wohin getan habe, ich weiß es nicht mehr. Ach so, dahinter. Ja, hole ich gleich raus. Bisschen sehr feucht noch, ne? Das machen wir gleich mit Reismehl wieder wett. Oder auch nicht. Aber Reismehl wundert mich wirklich, weil es, wie gesagt, süßlich ist, ne? Vielleicht ist der morgen besser, der Teig. Morgen bringt mir auch nichts. Ich hätte auch mal erstes Reismehl auch öffnen können, ne? Egal, ich mach's gleich sauber. Weil es so schön ist, überall was kleben zu haben. Uppala. Nicht mein Tag heute hier in der Küche. Mein, er ist schön klebrig und so, aber ich glaube nicht, dass der so klebrig sein soll. Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ich brauche erst das Blech. Ja, ich meine, okay, gut, die sind eh mehr zu retten, ne? Und heiß noch dazu hier. Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Folie genommen. Oder? Na, geht. Der fühlt sich zumindest angenehm an, der Teig. Ob das so gewollt ist, weiß ich jetzt nun auch nicht. Ich werde das mit der Hand kneten. Jetzt ist nur die Frage, nehme ich das Blech oder nicht? Ich muss meine Hände waschen. Dringendst. Erst. Und das im Bad. Weil da ist ja... Oh, es ist ein Chaos hier. Es ist heute wirklich Chaos. Darf man echt niemandem erzählen. Planlos ist die jetzt hier heute. Wirklich planlos. Vorbereitung gleich null. Aber ja. Heißes Wasser. So. Also ich mache dann auf jeden Fall kleine Pinsel-Teiglinge. Und ich denke mal, ich werde die jetzt vorher dann schon belegen, wenn ich sie dann gleich reinschiebe. Obwohl, da stand ein bisschen vorbacken. Ne? Ich glaube, das würde ich erst machen. Ein bisschen mit Öl bestreichen stand da ja auch. Ich weiß noch nicht, wo ich das Plättchen hintern. Doch, da. Hinterm, wie immer. Das müssen wir jetzt nehmen und am besten jetzt zu hart. Dann machen wir mal 180. Bleiben wir dabei. Das Drama. Gut, man könnte ja umdrehen, aber wenn sie nicht fest sind, dann kann ich sie auch nicht durchschneiden.
Ich werde die mal kurz wegpacken, weil die hier total im Weg sind. Wie immer. Hier alles im Weg ist. Im Bad ist es auch ein bisschen kühler, da kann das ein bisschen mehr abkühlen. Hier ist schon. Ich habe immer Angst, das Fenster aufzumachen, weil da kein Fliegengitter mehr vor ist. Und ihr wisst ja, wie ich zu Spinnen stehe, ne? Dieser Kuchen will auch gar nicht rauskommen. Es ist heute wirklich eine mittlere Krise hier, ne? Lasst euch. Also Olivenöl. Wir werden nochmal den Pinsel dann reinholen. Dann werde ich die Teiglinge jetzt nehmen, da drauf machen, mit Öl bestreichen und dann auch gleichzeitig belegen. Mit Zwiebeln und ja. Dann lassen wir das natural. Obwohl das wirklich sehr spannend ist mit. Sollten natürlich alle die gleiche Größe haben. Ja, ungefähr so. Finde ich gut. Pinsermäßig, ne? Oval. Ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie Pizzateig, ne? Ja. Ist ja auch egal, die Form. Aber so könnten auf jeden Fall drei Stück hinpassen. Sage ich jetzt mal so. Aber ich sag hier heute gar nichts mehr, weil ja, Katastrophe nach der anderen hier. Also ich frage mich, wie man das Talent dazu hat, immer so, naja, die Pizzabäcker schwingen ja ihren Teig auch immer so, ne? Nee, ich knete heute mit Liebe hier. Und das Essen spuckt mich heute an. Oh, das wird aber ganz schön eng hier auf dem Backblech, ne? Wie soll man denn da alle drauf kriegen? Ich bitte dich. Das länglicher machen. Ziehen. Genug Mehl ist auf jeden Fall. Okay. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt platzmäßig hier drauf kriege. Da können wir das gute Mehl aber auch noch mal wieder verwenden, ne? Weil das ist ja, ja noch zu gebrauchen. Reismehl ist nicht billig, ne? Das ist auch sehr teuer. Ach, gleich sauber machen. So, erstmal hier. Sind zur Seite schieben. Doch, dort passt. Wenn die ein bisschen zusammenkleben, ist ja nicht so schlimm. Das kann man ja dann hinterher noch mal aus, also korrigieren, meine ich. Austaxieren, wollte ich sagen. Was? Sie labert wieder Scheiße. Davon nicht wenig. So, in Ordnung. Wieder rein mit dir, Reismehl. Gut, dass wir davon noch was da hatten. Ne? Ich glaube nicht, dass jeder Reismehl in der Küche hat. Ich glaube, ich habe einem zu wenig drauf gemacht. Sonst wird er nachher kurz trocken oder so. Ich weiß es nicht. Lieber noch mal ein bisschen mehr. Sonst ernähre ich mich heute von Radieschensalat. Naja, die Nudeln sind ja auch noch gut. Also, dann belegen wir mal. Eigentlich wollte ich einen mit Tomato Juice machen. Ja, ist aber auch Nonsens, weil dafür müsste ich eine komplette Dose aufmachen und das ist dann auch wieder Kacke. Bisschen too much, ne? Also da stand das auch, dass man den Teig
schön ordentlich bepinseln soll mit Olivenöl. Ich werde die einmal anbacken, quasi. Und dann erst den Rest, also quasi den Belag da drauf machen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Alberto-Brot, die mal gemacht haben, nur dass der Inhalt, so will ich zumindest ein bisschen das erzielen, nur dass der Inhalt halt mit Mozzarella ist, ja, ne? Könnten wir eigentlich rein theoretisch mit veganem auch noch machen. Geht auch. Ich finde es nämlich, aber das war das Falsche. Ich finde es nämlich immer schade. Schräg geht auch. Super. Ich finde es nämlich immer schade, dass es das nicht bei jedem Italiener gibt, weil das wirklich sehr leckeres Brot ist. Das ist wirklich sehr schade. Ja. Ich brauche Platz. Also die Silikondinger sind ultra einfach sauber zu machen. Ein Spritzer Spüli, einmal einreiben und dann, ne? Aber ich finde es trotzdem schade, dass das mit dem Eiweiß nicht geklappt hat. Weil ich wahrscheinlich immer Angst davor habe. Wahrscheinlich klappt es deswegen nicht. Angst davor, dass es nicht klappt. Deswegen klappt es nicht. Eigentlich auch völlig idiotisch, ne? Aber nun gut. Wir werden die Dinger gleich mal wiederholen. Eigentlich hänge ich das hier immer über den Stuhl. Ja, eigentlich. Ja, wir werden die Dinger gleich mal wiederholen. Und dann mal gucken, wie wir das jetzt geregelt kriegen. Mit der Creme vielleicht. Wenn die ein bisschen abgekühlt sind. Ich weiß es halt nicht, ne? Ja. Geht so. Wir müssen es versuchen, ne? Mal wegschmeißen möchte ich das nicht. Einen Moment. Sie haben jetzt mit meinen nassen Händen ins Ohr gefasst, weil es die Haare wieder gekitzelt haben. So nicht, ne? Alles nur, weil Dennis nicht da ist. So. Fangen wir mit dir an. Okay, sehen gut aus. Ja, es wird so nichts. Ich hasse diese Form, deswegen benutze ich sie äußerst ungern. Weil da jedes Mal, egal wie du sie einfettest, der Kuchen einfach dran klebt. Und wieder dran klebt. Wozu habe ich die Margarine überhaupt benutzt? Der klebt ja heftig dran und das kann auch die Schokolade sein, ja. Boah, der geht ja gar nicht raus. Das kannst du knicken, ey. Oh. Ja, dann muss ich ihn schneiden. Super. Ne. Der ist komplett wack. Auch das klappt wieder nicht. Ne, es liegt aber eher daran an der Schokolade. Aber die Form kann ich halt auch in die Tonne treten, weil es jedes Mal so ist. Gut, das wird nicht der ansehnlichste Kuchen. Sage ich euch so, wie es ist. Aber ihr seht ja selber, wie es sehr in der Form klebt. Obwohl eingefettet.
Wir nehmen dann mal den Haufenkuchen, nicht Kuchen. Es war mal ein Stern. Die werde ich echt wegschmeißen, die Form. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich darüber so aufrege. Irgendwann muss man sich nun mal davon verabschieden. Es ist Kuchen. Egal wie er aussieht. Ja. Interessant. Interessante Kombi wegen dem Sesam. Schmeckt man auf jeden Fall raus und schmeckt gut. Man darf da halt nur nicht hingucken, wie er aussieht. Wir wollen ja den Kuchen auch nicht verurteilen, nur weil er scheiße aussieht. Egal, Hauptsache er schmeckt. Der liebe Kuchen. Der kann da doch nichts für. Ja, jetzt Horror ohne das Gleichen. Die nicht gut gewordenen Macarons. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Boah, Teig ist immer super nervig. So. Send help. Wirklich. Heute need help in the kitchen. Ich brauche meine Abdeckung. Ja, es sieht gut aus. Jetzt weiß ich auch, warum die Dinger so ein bisschen vorgebacken werden müssen. Passt ganz gut. Boah, Alter, ich muss die Tür aufmachen, Alter. Geht gar nicht. Hier riecht es ein bisschen durch den Ofen, ein bisschen nach verbrannt. Obwohl es nicht verbrannt ist, ne? Also. Ja. Ich glaube, ich sollte heute lieber beim Zocken bleiben, auf jeden Fall. Ah. Da der nicht mehr so warm ist, geht's. Desaster, wirklich Desaster. Master of Desaster ist Jessie. Ah. Wir können auf jeden Fall gleich die Pinsel fertig belegen, weil der Teig so ein bisschen schon angebacken ist. Ja. Ja, doch. So sieht er aus. Euch kümmern wir uns gleich. Sieht natürlich jetzt so ein bisschen nass beträufelt aus, aber das ist ja nicht so schlimm. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, meine liebe Kochsahne? Ja. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen, ne? Ich wollte das damit quasi ein bisschen belegen. Mit ein bisschen Sahne. Der Pinsel wäre nicht schlecht dazu. Da der nur vorher mit Öl war, ist das nicht ganz so schlimm. Immer nur nasse Hände. Und hier ist Kuchen oder was auch immer das ist, ja. So ein bisschen Tomatencreme-Ersatz. Ich werde darauf jetzt auch gleich noch mal ein paar Gewürze machen. Es trennt sich jetzt natürlich ein bisschen vom Öl. Aber da wir ja keinen Schmand mehr benutzen dürfen, das hätte wäre meine primäre Wahl gewesen, aber ja, dürfen wir nicht mehr, weil nicht vegan. Und ich habe auch immer noch nichts ersatzweise gefunden, was genauso gut schmeckt wie Schmand. Gibt es einfach nicht.
Nein, gibt es einfach nicht. Ja, heute wird sehr viel mit Knoblauch und Zwiebeln hantiert hier. Aber ich habe Glück, das passt von der Menge her. Ja, wunderbar. Wenigstens das, ne? Ein paar Lauchzwiebeln. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Wenn ich dann, ich habe ja noch, aber wir haben ja drei Stück da jetzt raus, ne? Dann könnte man ja, was weiß ich, mit Tomatensauce und Käse ganz normal machen. Nur ich habe mir gedacht, wir machen die mal anders, also nicht immer das Gleiche. Oregano wollen wir dazu natürlich haben, ist ja klar. Ordentlich. Die sehen auf jeden Fall lecker aus. Weiß nicht, ob ich den Teig dann nochmal kaufen würde oder nicht. Aber ich finde das so als Fertigteig eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn man so einen Teig nicht kann, so wie ich. Ja, doch, könnte ich eigentlich schon, aber dann mit frischer Hefe zumindest. So. Immer noch das Desaster hier. Sind wir noch nicht fertig? Ach. Ja. Okay. Klebt schon mal gut fest. Und das wird definitiv nichts. Nein. Schade. Das ist nix. Ich werde es trotzdem dann mal versuchen, das zu belegen. Mit der Creme. Ja, einmal aus den Augen gelassen und schon verbrannt, ne? Aber gut, ich muss ja das Verbrannte nicht mitmachen. Aber die sind auch komplett zusammengesackt, also ich ahnte da schon Böses. Ich werde mir dazu noch mal ein Video angucken, bevor ich noch mal sowas angehe, weil das ist ärgerlich. Da kriegt man nur Frustration durch sowas. Ist so. Wie viel ist jetzt von dem Eischnee da? Das ist genauso wie Baiser. Baiser habe ich auch noch nie hingekriegt. Außer die Zitronen-Baiser-Tarte, die wir hinbekommen haben. Ja, die habe ich gut hingekriegt, aber ansonsten, nee, haben wir da in der Form noch nicht wirklich viel hingekriegt. Mit Baiser. Ich habe auch versucht, mal ganz normalen Baiser zu machen, den man ja so beim Bäcker kaufen kann. Selbst der, den kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht warum. Vielleicht brauchen wir noch mehrere Anläufe. Oder ich muss mir mehr YouTube-Videos angucken, damit ich es dann geschissen kriege. Weil so ist es frustrierend. Muss es auf jeden Fall anders machen. Nicht so. Verbrannte Asche. Das sieht ja sogar noch matschig aus da drin. Es ist ja noch nicht mal so, dass es irgendwie, ja, ärgerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, da stand drauf, dass wir da maximale Hitze nehmen sollen. Dass es daran lag. Ohne das zu verbrennen natürlich, ne? Ich glaube, ich brauche etwas zum Einweichen. Dafür sehen die gut aus. Die Creme ist ja vielseitig einsetzbar, so ist es ja nicht. Meinte, die wir dazwischen packen wollten.
Die könnte ich ja reintüdeln mit dem Kuchen auch noch essen. So, ich werde das mal einweichen, ne? Ja. Drama. Drama pur hier. Mit meinem Essen. Das muss ich auf jeden Fall gleich da drüber hängen. Über den Stuhl geht nicht. Das nervt. Bist du nicht günstig? So. Oh, ich sag doch, überall Petersilie hier, ne? Dabei haben wir das nur aus dem Kühlschrank genommen. Ja, weil die ist fest. Da habe ich gar kein Problem, ne? Ich will jetzt nur mal so aus Spaß, auch wenn ich weiß, dass es nichts geworden ist, einen Löffel damit mal probieren. Hallo, nicht absaufen. Das, ich habe zugemacht. Nee, zu. Nicht auf. Ich will es wissen. Denkt euch, das wären Macarons. Lecker ist es, aber. Lecker ist auch das, weil es voller Zucker ist. Aber es ist halt keine Macarons, ne? Oh, ist richtig lecker. Das ist richtig lecker. Ja, das ist scheiße geworden. So ein Müll. Ärgerlich, ärgerlich. Gut. Ich pack mal ein bisschen weg. So viel Hunger habe ich nämlich jetzt nicht mehr. Ich denke mal, ich werde später im Stream dann noch was essen. Warm machen kann man die Kacke ja immer. Und vor allen Dingen den müssen wir heute essen. Das ist sehr lecker. Obwohl ich absolut kein Fan von Radieschen bin, ne? Muss ich sagen. Ich werde auch gleich eher die Pinsa essen. Ist ja logisch. Wenn die nicht auch scheiße schmeckt. Weil ja heute alles scheiße schmeckt. Oh Mann, ey. Bei mir ist entweder so oder so, ne? Mal ist, klappt hier alles super. Und dann gibt es so Tage. Kannst mich hier hängen, ehrlich. So wie heute. Aber die Pinsa sieht gut aus. Allerdings sieht der Teig so ein bisschen so aus. So und also man kann das irgendwie schlecht einschätzen. Ist es jetzt fertig oder ist es nicht fertig? Aber es sollte ja schon ein bisschen krosser sein. Daher müssen wir es auf jeden Fall noch länger drin lassen. Ja, ein bisschen ärgerlich hier mit der ganzen Geschichte. Aber gut. Wie gesagt, also. Das schmeckt ultra gut. Aber sieht scheiße aus und ist nicht gewollt. Das sieht auch scheiße aus, schmeckt aber trotzdem sehr gut. Nach Sesam im Kuchen. Ach ja. Jetzt sind wir schlauer. Die Form entsorgt. Weil das geht gar nicht. Immer wieder das gleiche Thema. Obwohl ich das auch mal im, hier, wie heißt das, im Kugelupf hatte. Und ich gedacht habe, dass der Kacke war, bis ich gemerkt habe, ja, man muss es einfach nur mit dem richtigen einstreichen. Und am besten ist eigentlich immer so Butterschmalz. Hätte ich wahrscheinlich eher mal nehmen sollen. Aber nein, die Form ist einfach Kacke. Und tatsächlich habe ich sogar noch Butterschmalz da. Fragt nicht. Aber das ist immer noch der Butterschmalz, den ich von früher habe, ne? Bevor ich hier vegan mache, gemacht habe. Wie auch immer. Soll es trocknen. Ich wollte es eigentlich nur nicht davor hängen, weil dann sehe ich es nicht mehr. Aber ich kann ja gucken, ne? So. Ach ja.
Drama. Bloß wieder die Küche zumachen. Es ist so ein Drama, dass heute noch nicht mal jemand gucken kommt. Aber ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, ich sollte nicht immer so ein Kuddelmuddel machen mit Samstag, Sonntag. Ich bleibe bei Samstag. Sonntag ist mein Ruhetag. Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass ich diese Woche wesentlich mehr streame, aber nö, ich hatte nicht die Intention. Heute habe ich Bock, aber manchmal habe ich so, ja, ich bleibe lieber im Bett. So ungefähr. Und trotzdem hat man nie seine Ruhe. Trotzdem wird man belästigt. Auch im Bett. Ich sag's euch, nicht normal. Ja, da bin ich mal gespannt. Gut, und dann wäre auch oh, schon wieder 15 Uhr. Siehst du, guck mal, die Zeit rennt jedes Mal davon. Und mein Mikrofon geht noch, das ist ja mal ein Wunder. Ich werde dann auf jeden Fall gleich weitermachen in Assassin's Creed. Da wollte ich heute auf jeden Fall ein bisschen vorankommen. Warten wir auf die Pinsa. Pinsa-Minsa. Ich werde mir Videos angucken. Das werdet ihr nicht glauben, aber ich werde mir wirklich Videos angucken. Wie man perfekten Eischnee macht. Das ist wirklich, also eine Demütigung ist das. Das läuft auch den ganzen Tag schon. Wohin läuft er denn? Wir wissen es nicht. Ja, und wenn es geht, dann snacke ich gleich nebenbei die Pizza. Wir brauchen nur einen Teller, ne? Tellerchen. Ich weiß gar nicht, wofür ich die Geschirrspülmaschine heute angemacht habe, wenn das sowieso 100 Mal hier alles dreckig wird. Kann ich schon wieder gleich eine anmachen. Ruhig war. Ach ja. Ich muss auf jeden Fall vorher noch, bevor ich hier die Küche verlasse, das Fenster zu machen. Weil das ist nicht eingesprüht mit Antispinnen-Spray. Es geht jetzt los. Ich zähle und jage die Spinnen jetzt. Weil wir haben jetzt mittlerweile schon 4 hier gehabt. Baby-Kellerspinnen, also keine großen. Ich zeige euch gleich mal ein Bild. Aber ich jage sie. Ich finde es ja auch gut, dass sie jetzt noch so klein sind. Weil wenn sie einmal hier drin sind und du sie nicht siehst, dann wachsen sie wie die Hölle. Das ist wirklich nicht normal. Ich meine, da draußen ist die ganze Zeit im Lavendelstrauch, wo sie ja angeblich was gegen Lavendel haben, die Spinnen, angeblich, ist die ganze Zeit eine Kreuzspinne. Die wird aber nicht gehen. Also die wird da bleiben. Die kommt wenigstens nicht rein. Die belästigt mich nicht. Ich habe ein witziges Bild von dem kleinen Dennis gestern bekommen. Kann ich euch jetzt nicht in seiner Abwesenheit zeigen, aber da war er noch klein und süß, der Knirps. Obwohl er damals schon geguckt hat, wie kleines bockiges Kind. Wo ist sie denn? Da ist sie. Sieht klein aus, aber da war sie schon benebelt. Aber das ist so eine, die richtig schön, die wird richtig schön fett. Das rangezoomt, ne? So, und davon habe ich jetzt schon 4 Stück da gehabt. Ich bin mal gespannt, wie ich mache dieses hier eine Strichliste. Ich bin mal gespannt, wie viele ich dieses Jahr zusammenkriege an Spinnen. Es ist immer der gleiche, es ist immer das gleiche Lied, was wir hier singen. Das wird sich nicht ändern. Mit der Kackwische. Kackspinnen.
Es sieht schon interessant aus, der Teig. Ich hoffe nur nicht, dass ich auch zu viele Zwiebeln da drauf gemacht habe. Weil das wird ja auch runterplumpsen, ne? Unpraktisch zu essen. Diese Schose hier. Ja. So ist es. Aber ich gebe mich nicht geschlagen mit den Macarons. Schmecken tut's, aber das werden wir nochmal anders angehen, die Dinger. Ich habe sogar dreimal das Puderzucker gesiebt. Ich verstehe es auch nicht, warum das immer zusammenfällt. Ja gut, das mag vielleicht sein, weil wir den Eiweißschnee von vornherein nicht gut geschlagen haben. Nee, das ist sehr unbefriedigend auf jeden Fall. Ich muss die Tür zumachen, das zieht hier durch. Das Schlimme ist ja eigentlich, ich meine, die Viecher sind ja immer alle so nachtaktiv, ne? Das ist ja immer das Schöne. Das Schlimme ist dann, ich habe immer noch die Zeit 3 Uhr, wo ich immer wach werde. Und mich dann eigentlich zwingen muss, kein Licht anzumachen. Weil wenn man dann Licht anmacht und dann eine Spinne sieht, ja, Prost Mahlzeit, dann kann ich erstmal bis morgens so im Bett liegen. Die Spinne anstarren, mit der diskutieren und dann warten, bis jemand kommt. Weil um 3 Uhr nachts wird es ja niemanden anrufen und sagen, kannst du mal kurz rüberkommen, die Spinne entfernen? Nee, das ist ein bisschen kacke. Also es sieht so ein bisschen aus, als wäre es gleich fertig. Sieht halt noch nicht so kross aus, ne? Obwohl, da stand ja irgendwas mit 10 Minuten und dann noch mal 10 Minuten und wir sind ja jetzt schon, also ich glaube, das ist schon länger im Backofen. Ne? Gut, vielleicht durch das Öl noch ganz schön feucht geworden, der Teig, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Weil ich glaube, dass, also Pinsa ist ja ähnlich wie dieses Alberto-Brot, glaube ich, so ein bisschen kross, aber irgendwo innen drin noch fluffig so. Obwohl groß aufgegangen ist die Chose nicht, ne? Darüber brauchen wir nicht zu reden. Das war ja auch klar, dass das wieder nicht passieren wird. Ich frage mich. Pinsa ist ja eigentlich ein bisschen dicker, ne? Vielleicht tut dem Teig das ja gut, wenn er dann noch mal eine Nacht im Kühlschrank ist. Ich weiß nicht. Vielleicht wird er dann morgen besser oder so. Es ist ja oftmals so bei Hefeteig, dass es desto länger der Zeit hat zu ruhen, desto besser ist es. Genauso wie Pizzateig soll man, glaube ich, 24 Stunden vorher. Ist so bei einigen. Das ist der Maßstab. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein bisschen heißer machen oder Also an manchen Stellen geht er auf jeden Fall auf. Wie so Luftkissen. Sieht so ein bisschen so aus. Ich bin gespannt. Teller brauchen wir noch, ne? Zwiebelbombe, Knoblauchbombe im Kühlschrank. Heute wird gebombt, in jeder Hinsicht. Löcher, damit der nicht zu feucht wird. Aber das ist immer der Tipp, ne? Wenn man ein bisschen trockeneren, obwohl der ist nicht trocken geworden. Aber ein bisschen Feuchtigkeit im Nachhinein tut den Kuchen immer, finde ich, ganz gut eigentlich. Ich weiß es nicht, ich muss anfassen.
Ja, ist ja gut. Nee. Das ist nicht kross, ne? Ist das so, wie es ist? Das ist nicht kross. Wenn nicht, können wir das auch mit dieser super Knoblauchsoße essen. Die es auch nur in diesem komischen Edeka gibt, denn der einzige da. Obwohl, es gibt noch einen mitten in der City, der soll am besten sein, dass man da so seltene Dinge kriegt. Das hier kriegst du halt nichts, ne? Das ist, also wenn du spezielle Dinge willst, musst du wirklich nach Hamburg fahren am besten, um da zu gucken. Das ist schon Wahnsinn. Obwohl mir aufgefallen ist, dass da jeder Markt auch irgendwo anders ist, ne? Wo etwas mehr gefragt ist, gibt es auch mehr Auswahl, definitiv. Aber ich bin auch froh, dass es langsam so in die Richtung gibt, dass es immer mehr große Hersteller gibt und größere Auswahl in den veganen Produkten. Das ist auch schon mal, wenn man da an früher denkt, da gab es ja eigentlich gar nichts so gefühlt. Da ist jetzt schon definitiv wird da mehr getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei Soßen, diese Hellmann's Mayo kennt man ja aus Amerika überwiegend. Sehr angesagt da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die vegane Mayo schmeckt astrein. Also da gibt es echt nichts. Also wenn du die vertauscht mit normaler, glaube ich kaum, dass irgendwer den Unterschied merken wird. So gut ist die. Gerade die von Hellmann's. Da muss ich sagen, das haben sie gut hingekriegt, ne? Im Gegensatz zu den Fleischersatzprodukten. Also die sind immer noch, naja, fragwürdig in manchen Teilen, ne? Ja, ich will zocken. Ist ja schon gesagt. Ich habe auch im Moment gar nicht so Bock auf Planet Zoo. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, wenn ich mal wieder dran sitze, dann ja. Aber im Moment ist es nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt Planet Zoo spielen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht bin ich ein bisschen drüber im Moment. Na, Wally? Ist wieder da. Auch Essen machen? Ich bin heute für die Küche nicht gemacht. Eindeutig. Oh, Drama. Was ist denn jetzt nur mit diesen Dingern da? Also bei mir steht nicht, dass du eine neue Nummer hast, Dennis. Ich sagte, du hast nie deine Ruhe, ne? Ach so. Ja, das kenne ich ja von dir. Nee, alles gut. Habt ihr das letzte Mal noch mit Ark hinbekommen? Hast du noch nichts gegessen? Ah. Ja, ich nasche ja immer viel nebenbei, ne? Aber jetzt warte ich auf das, dass ich das nebenbei naschen kann, wenn ich dann am Zocken bin. Ich schneide mir das dann zurecht und dann kann ich das im Stream nochmal nebenbei essen. Hoffentlich, wenn es schmackhaft ist oder auch nicht. Ist aber noch nicht fertig. Obwohl ich jetzt schon wirklich auf hohe Stufe gestellt habe. Ah ja. Ah, okay. Zockst du gar nicht so aktiv auf Ark dann? Ich bin im Moment da nicht so drin. Ich will ganz gern Assassin's Creed jetzt irgendwann mal fertig kriegen, aber ich weiß ganz genau, dass ich das nicht packen werde bis nächste Woche. Das nervt so ein bisschen. Nee. Was zockst du denn zurzeit eher?
Ich habe im Moment nur Lust auf das, ich weiß auch nicht warum. Und natürlich bin ich gespannt auf den neuen Teil dann. Und ich hoffe, dass ich ihn an dem Tag auch kriege. Aber PlayStation wollte ich nicht kaufen. Nein. Und man kann sich ja sogar die. Bei Amazon zahlt man den gleichen Preis, wie wenn man das auf CD kriegt. Aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht auf CD haben. Ja, ich glaube, das sieht gut aus langsam. Holen wir gleich mal raus. Ah, das war so angezockt, okay. Ja, das wollte er mir auch unbedingt kaufen. Ich sag, ich habe deswegen abgelehnt, weil ich wusste ganz genau, ich werde es im Moment nicht aktiv zocken. Ich bin halt so, ne? Zock darauf, worauf ich Lust habe. Und es gibt so viele Spiele. Ich sehe es immer jedes Mal wieder, wenn ich auf meiner PlayStation die Updates mache. Es gibt so viele Spiele, die ich noch zocken will eigentlich. Und ja, ich komme ja nie dazu. Na, ich komme doch schon dazu, aber ich will auch nicht 101 Spiele anfangen. Und dann machst du hier mal weiter, da mal weiter. Das nervt mich eigentlich auch. Ja. Es gibt noch so viel. Ich wollte eigentlich Horizon da Forbidden West oder wie es da heißt, wollte ich eigentlich auch immer noch mal zocken. Disney will ich auch immer noch zocken. Na. Ja, es gibt einfach, ich verstehe es immer nicht, wie manche das so schaffen. Das ist genauso wie mit Serien. Das habe ich damals schon immer nicht verstanden, wie manche es so schaffen, eine Staffel in einer Woche zu gucken. Wo, was weiß ich, 20 Folgen sind, a 45 Minuten, wo ich mir dann denke, wie schaffst du das? Ich meine, Spiel schnell durchzocken, wenn man nur die Hauptstory macht. Klar, das hätten wir auch schnell hinbekommen, weil die Hauptstory auf Assassin's Creed haben wir auch fertig. Aber es fehlt ja noch so viel mehr an Story. Das finde ich doof, wenn ich nur die Hälfte des Spieles spiele. Ich finde das langweilig. Jedes Spiel so durchzurushen. Das ist wie als wenn man so wenig Aufmerksamkeitsspanne hat. Schnell, schnell, schnell durch und dann gleich nächstes Spiel wieder. Und dann heißt es irgendwann, es gibt ja auch so nur Leute, die dann sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich zocken soll. Ja, wenn du jedes Spiel so durch Hardcore durchrushst, sorry, aber dann, wie willst du denn da, ne? Ja, wie ihr seht, sind die Dinger null aufgegangen. War klar. Scheiß drauf. Geh jetzt da. Den Backofen offen lassen. Pizzarolle? Vielleicht? Die Dinger sind eh noch viel zu heiß. Steinhart. Okay, das wird nicht gehen. Gut, fühlen Sie sich aber an. Der soll ja auch so ein bisschen kross am Rand und in der Mitte eher fluffig. Ja, es muss abkühlen. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ich habe keine Lust, mir jetzt sowas von die Zunge zu verbrennen. Also, ihr seht ja, wie es aussieht. Wir gehen mal nicht davon aus, dass es auch noch schmeckt. Davon gehen wir heute gar nicht mehr aus. Also, werden wir jetzt gleich mal die Plätze zu einem anderen Ort wechseln. Ich muss meine Haare. Die Haare sind immer im Weg. So. Ich werde mir das mal an den Computertisch mitmachen. Mal gucken. So. Ja. Es ist nicht mein Spielstil, eindeutig nicht. Aber das Leben hat mir auch nur eine gewisse Zeit geschenkt und irgendwie, ja, hänge ich überall fest und muss es durchzocken. Ich bin so der Boomer-Streamer, glaube ich, ne? Wenn man bedenkt, dass die meisten immer, ja, weiß nicht, 8, 10 Stunden an einem Spiel dann in 2, 3 Tagen durchhaben.
Aber ich bin kein Berufsstreamer, das eindeutig nicht. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar bei Assassin's Creed. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid für das ganze Desaster heute. Ich werde das aber als erstes auf jeden Fall essen. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Ich werde daran arbeiten, dass wir da die Macarons mal irgendwann hinkriegen. Ich möchte es zumindest. Bis gleich, Wolli. Haut rein. Für die, die nicht mehr bleiben, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Rest zumindest. Ciao, ciao.